Ein Besuch im Sea Life in Scheveningen. Ich habe meinen Urlaub wieder am niederländischen Nordseestrand in Scheveningen verbracht. Scheveningen ist ein Stadtteil von Den Haag, dem Sitz des Parlaments der Niederlande. Der Sommer dieses Jahr ist ja eher verhalten. Wir hatten zwar noch Glück mit Sonne, aber besonders warm war es leider nicht. Ich habe mich wieder an einem Tag alleine auf den Weg gemacht, um nochmal das Sea Life zu besuchen, was direkt am Strand auf dem wunderschönen Strandboulevard gelegen ist. Die Becken sind immer noch toll eingerichtet, aber waren irgendwie teilweise nicht ganz so sauber wie vor einem Jahr. Trotzdem sind die verschiedenen Aquarien wirklich schön anzusehen. Ich hatte wohl eine gute Tageszeit erwischt, da waren die Gänge noch fast leer. Leider aber muss ich doch sagen, der Eintritt kostet an der Tageskasse 21 Euro. Die gezeigten Aquarien sind zwar sehr schön, aber das Sea Life ist nicht besonders groß. Wenn man sich sehr viel Zeit lässt, dann ist man trotzdem in, ja, ich würde sagen maximal 1,5 Stunden einmal durch. Dafür muss man dann aber sehr langsam gehen. Oder wenn es voll ist, vielleicht an einigen Orten lange warten. Realistisch ist man eher in einer Stunde gemütlich durch. Und dafür finde ich 21 Euro eigentlich doch ziemlich teuer. Vor allem, wenn man das als Familienausflug angeht. Da sind Eltern plus zwei Kinder, also schon mit 85 Euro dabei. Und das ist schon nicht ohne. Nichtsdestotrotz, das Wetter an der Nordsee ist oft mürrisch und bevor man dann gelangweilt im Hotel sitzt und gar nichts macht, kann man mal einen Abstecher in Sea Life Scheveningen unternehmen. Seid ihr auch schon mal da gewesen und wie hat es euch gefallen? Und was sagt ihr zum Eintrittspreis von 21 Euro? Zu teuer oder okay? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare und vielleicht auch Tipps, wo man als Aquarianer sonst noch hingehen kann. Und damit sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Video.